Liebe Schwestern und Brüder, wie sollen wir das einordnen, dieses Evangelium, das wir hörten? Einfach ein miese Launetag für Jesus? Kommt ihm dann ein Feigenbaum quer, der wird ihm mal verdorrt und dann räumt er im Tempel richtig auf und am Schluss noch ein paar klare Worte an die Jünger, die uns vielleicht ebenso unmöglich erscheinen wie den Jüngern damals. Es geht hier nicht um miese Laune, sondern es ist der Anspruch Christi. Und zwar nicht der Anspruch in der damaligen Zeit, sondern an uns. Jesus hat Hunger. Jesus hat eine Sehnsucht, hat einen Hunger nach unseren Früchten. Ein Baum voller Blätter. Erntezeit hin oder her. Wie die Kirche heutzutage, voller Blätter, bedruckte Blätter. Aber Früchte? Im Tempel eine unglaubliche Geschäftigkeit. Ganz viel passiert da. Aber de facto eine Räuberhöhle. Weil das Eigentliche nicht geschieht. Nämlich zuallererst Gebet, Verehrung Gottes. Und zwar als Haus für alle Völker. Das heißt aber nicht, dass alle Völker mit ihren diversen Kulten in den Tempel eingeladen werden und wir machen so ein Multikulti-Zeug. Sondern, dass alle Völker, alle Menschen hinfinden zu dem einen Gott, den Gott Israels, den einzig wahren Gott, dem Gott und Vater Jesu Christi. Ob wir diesen Hunger verspüren und ob wir auch die Kehrseite der Liebe Jesu sehen, seinen Zorn, dass er nach den Früchten fragt und sucht, dass er sich danach sehnt, die Früchte zu finden. Er hat einen Anspruch darauf, weil er der Herr ist. Und es gibt vielfach keine. Manchmal denke ich, ob uns auch sein Fluch gestreift hat, dass es unser Schicksal sein kann, dass wir bis in die Wurzeln verdorren. Wir müssen das ihm anheimstellen. Wir wissen das nicht. Wir müssen aber auch nicht schwarz machen. Habt Glauben an Gott. Darauf kommt alles an. Dann ändern sich Dinge sehr radikal und sehr rasch. Wie der Berg, der sich emporhebt. Wenn ihr in euren Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, was ihr sagt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir machen so viele Worte. Aber glauben wir, was wir sagen? Glauben wir, was wir beten? Liebe Schwestern und Brüder, wir sollten damit anfangen. Die Welt und die Kirche sähe anders aus. Ein Baum voller Früchte. Ein Tempel erfüllt mit Gebet. Verehrung des wahren Gottes.